Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bewerte eure Parks und heute bewerte ich den Park von Cody 5019 oder Cody 5019. Der hat mir das Ganze per E-Mail geschickt, hat auch einen kurzen Text dazu geschrieben. Den lese ich euch mal kurz vor. Hallo lieber Dandy, ich habe dir einen Park in Jurassic World Evolution gebaut. Der Park ist mit dem neuesten Update gebaut worden. Ich hoffe, er gefällt dir. Und das war schon. Und ich hoffe auch, dass er mir gefällt. Das werden wir jetzt herausfinden, weil wir werden ihn jetzt gemeinsam erkunden. Da sind wir im Park und der Safe Game heißt Jurassic World. Wir gucken jetzt mal, wie der Eingangsbereich heißt. Der heißt auch Jurassic World. Okay, ich gehe davon aus, dass du dann deinen Park Jurassic World nennst. Ist ja auch in Ordnung, der Name. Und du hast auf jeden Fall mit dem Sandtour gearbeitet. Das finde ich cool. Was natürlich als erstes auffällt, sind wieder diese blöden Grasränder, ne? Die sind halt echt doof. Ich meine, hier bei dem Sand geht es sogar noch, wenn man das... Es kommt aber nicht so eine richtige Strandoptik rüber, ne? Dadurch, durch diese Grasränder geht das echt so ein bisschen verloren. Das Strandfeeling. Also ich finde es nicht schlimm. Also man kann es halt nicht besser machen. Aber ich finde es cool, dass du mit dem Sand mal gearbeitet hast. Weil ich glaube, das ist der erste Park, wo richtig mit diesem Sandtool gearbeitet wird. Und ja, kommen wir gleich mal zum Eingangsbereich. Hast du auf jeden Fall auch sehr, sehr schön gemacht. Ja, hier ist nicht ganz parallel. Aber es muss ja auch nicht sein. Ansonsten sieht das sehr, sehr cool aus. Hier diese Rundung finde ich nice. Hier geht dann wahrscheinlich so ein Mitarbeiterweg ab. Und wir haben hier direkt zwei Gehege. Im Eingangsbereich finde ich sehr, sehr cool. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal links rum. Also wir laufen mal hier lang und dann sehen wir hier schon direkt links. Ich glaube, das ist auch gar keine Besuchergalerie. Was sehen wir denn da? Das sind Pachis, müssen das sein, ne? Pachis und Dracorexe, glaube ich, da hinten. Nee, Stegimoloch. Ja, kann man von Weitem sehr, sehr schwer unterscheiden. Ja, die Pachis erkennt man natürlich, die sind ein bisschen größer. Okay, Pachis und Stegimolochs haben wir hier. Sehr, sehr cool. Sogar mit den coolen Paleo-Boden-Futterstation. Finde ich ja sowieso sehr, sehr, sehr cool. Weil die einfach optisch ein bisschen was hermachen. So schön bunt sind. Das ist hier sogar einige drin. Haben die irgendwelche Namen besonderen? Ja, sieht nicht so aus. Na gut. Ja, Pachis kann man nicht viel mit falsch machen. Also sind gute Dinos für den Eingangsbereich natürlich. Schöne, kleine, friedliche Pflanzenfresser, die dann auch gerne mal mit den Köpfen gegeneinander stoßen. Aber das machen sie leider in Jurassic World Evolution nur, glaube ich, wenn sie überbevölkert sind oder halt sich wehren müssen gegen Raptoren oder sowas. So, gehen wir mal weiter. Hier geht man dann nach rechts wahrscheinlich, wenn man den nächsten Dinosaurier sehen möchte. Und dann kommt man hier in eine Besuchergalerie, Beobachtungsgalerie, auch noch den gleichen Namen. Und was finden wir denn hier? Ach, ein Baryonyx. Der frisst sogar gerade Fisch, so wie es aussieht. Sehr, sehr cool. Ja, komm, angel dir noch ein. Och nö, jetzt hört er gerade auf, leider. Das konnten wir nicht mehr beobachten dabei. Und im Hintergrund sehen wir schon einen Spinosaurus. Eieiei, okay, cool. Mit dem schönen Regenwaldmuster-Skin. Ja, Baryonyx ist auch cooler Dinosaurier. Hier ist sogar noch ein zweiter. Anderer Bary. Bary und anderer Bary. Sehr kreative Namen. Ja, cooles Gehege. Ah, hier geht der Weg dann so lang. Finde ich cool mit den Wegen. Hier geht es so nach rechts. Das ist eine nice Idee. Oh, hier hinten ist sogar noch ein Turm, womit man die beobachten kann. Aber dazu kommen wir, glaube ich, gleich. Ich würde auch sagen, wir gehen wir jetzt erstmal rechts lang oder links? Gute Frage. Boah, wir haben ja aber viel zu erkunden. Das sieht man jetzt schon. Okay. Da sollten wir uns vielleicht ein bisschen beeilen mit dem ganzen Kram, weil ich glaube, es wird uns lange dauern. So, wir gehen mal hier zurück. Schöne Dekoration natürlich auch mit den Palmen und den Felsen. So, dann geht es hier oben lang. Und dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier ins nächste Gehege kommen, was auch wieder diese Sandoptik hat, was ich sehr cool finde, geht es hier nach links. Und da geht es nämlich zu einer Einschienbahn. Achterbahn heißt das Ganze. Na, hoffen wir mal nicht, dass du ein Looping eingebaut hast. Okay. Die fahren wir jetzt aber erstmal noch nicht. Wir gehen nämlich hier weiter. Dann schauen wir mal den ersten Turm hier an. Großer Stalker heißt dieser Turm. Der schaut auf dieses Gehege, wo der Spino drin ist, den wir gerade, glaube ich, schon im Hintergrund gesehen haben. Wenn mich nicht alles täuscht. Dann müsste der eigentlich gewesen sein, ne? Auch sehr, sehr cool. Du hast hier mit dem Sandtour gearbeitet, dem Gras und den Felsen. Sieht nice aus. Und natürlich ein schöner Beton-Stromzaun. Darf natürlich nicht fehlen beim Spino. Man kann natürlich auch einen Doppelzaun machen, aber das ist halt immer vom Platz her natürlich nochmal sehr platzverschwenderisch. Entschuldigung. Okay. Ich glaube, ich verstehe jetzt, was du hier mit den Wegen gemacht hast. Du hast den Hauptweg so in beige gemacht, dann diesen anderen in diesem hellen Grau und ich glaube, dann diese Industriewege, die sozusagen nicht für die Besucher sind, wo jetzt auch gerade keine laufen, die hast du in diesem, ja, Asphaltgrau gemacht.
Weil ich glaube, der hier geht zum Tor, ne? Ja, der hier führt zum Tor. Sehr, sehr cool. Also da hast du dich. Mal gucken, ob du dich den ganzen Park drüber dran hältst. Okay. Der Turm ist hier natürlich schon mal nicht so ideal platziert. Also die Idee ist gut, aber die Bäume sind leider ein bisschen im Weg. Man könnte höchstens Dinosaurier sehen, wenn die ja hier in dem Bereich wären. Ist ein bisschen schade. Vielleicht hättest du hier noch den einen oder anderen Baum entfernen müssen, damit die Sicht ein bisschen besser war. Vielleicht hast du dir die auch erst im Nachhinein kaputt gemacht, die Sicht. Weil du dachtest, ach, da kann ich ja noch ein paar Bäume hinmachen. Und dann hast du es mit dem Turm vergessen. Gehen wir mal weiter hier. Hier geht es dann lang. Jetzt auch wieder viel Verzweigungen. Also es wird schwierig. Ich werde mich wahrscheinlich verlaufen. Ich halte mich jetzt erstmal hier an diesem linken Hauptweg. Hier hast du dann so eine schöne Einbuchtung gemacht, wo man dann die Dinosaurier nochmal besser beobachten kann. Und was sehen wir denn da hinten? Das müssten Sinos sein, glaube ich. Sinoceratopse. Aber wir können eigentlich nochmal hier oben in die Galerie gehen. Aber man sieht wieder, du hast hier diesen Weg, der vom Hauptweg abgeht, in diesem Grau gemacht und den Industrieweg wieder in dem anderen Grau. Also du scheinst dich wirklich daran zu halten. Finde ich sehr gut. Hier, die kriegen gerade neues Futter. Überall schön diese Paleo-Futterstation. Und das sind Sinos, die sind am Meckern. Warum meckerst du denn? Du hast doch gerade frisches Futter gekriegt. Das ist ja unglaublich. Im Hintergrund sehen wir schon T-Rex. Sehr nice. Sind hier noch andere Dinos drin? Nee, das sieht mir nicht so aus. Auch schön mit den großen Bäumen hast du gearbeitet. Finde ich cool. Der ist ja sowieso nice. Und ich finde es auch immer cool, wenn man das erhöht und den Baum dann oben hin macht, weil dann ist der wirklich so ein richtiger Unterschlupf für die Dinos, falls es mal regnet und so. Das ist sehr cool. Ja, wir gehen wieder zurück. Hier das Ganze lang. Falls die FPS ein bisschen runtergehen, das ist bei Jurassic World Evolution leider der Fall, wenn man ja, ein bisschen größere und aufwendigere Parks baut. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ja. Aber es ist jetzt nicht so schlimm. Also man sollte es wahrscheinlich im Video gar nicht bemerken. Es sind nämlich jetzt gerade 50 FPS nur, nicht 60. Aber das passt eigentlich. Sollte reichen. So, hier haben wir den nächsten ja, Wasser-Land-Dino, nämlich den Suchomimus. Das heißt, du hast wirklich so einen richtigen ja, Halb-Wasser-, Halb-Land-Park gebaut, gefühlt. Also bis jetzt haben wir echt viele davon gesehen. Fehlt, glaube ich, nur der Spinoraptor. Dann haben wir sie alle. Hier ist auch eine Gyrosphärenfahrt. Die wird gerade weggeschoben da hinten. Eieiei. Der Spino macht hier. Nee, der Sucho, Entschuldigung. Macht richtig Trouble. Und wie der Name. Das habe ich vorhin auch gar nicht geguckt, die Namen haben. Na, sieht nicht so aus. Okay. Ja, da kommen wir wahrscheinlich später noch hin zu der Gyrosphärenfahrt. Ja, hier haben wir auf jeden Fall zwei Suchos. Und dann geht es hier zur Parkmitte, so wie es aussieht. Nämlich zum Innovationszentrum. Aber ich bin irgendwie so einen Nebenweg gelaufen, ne? Ich komme jetzt gar nicht von vorne. Ich überlege gerade, wir gehen am besten mal ihm zurück, das Stück. Und laufen mal andersrum, nämlich hier lang. Und dann gucken wir mal. Also hier haben wir auch dann rechts noch einen Weg, der abgeht. Ah, der geht in so einen Besucherbereich. Da gehen wir doch mal eben kurz hin. Hast du auch wieder dich an die Wegfarben gehalten? Sehr, sehr cool. Und hier hast du zwei Hotels untergebracht. Hotel, Hotel. All you can eat. Kauf mein Zeug. Und Ibims die Bar. Sehr, sehr nice. Schöne Fläche hier gemacht. Ist natürlich immer. Also rein theoretisch ist es schon fast so vorgegeben von Jurassic World Evolution, weil man nicht viel Auswahl hat. Ich finde ja bei solchen Läden immer schön, wenn man diese Farbe nimmt hier vom Weg her. Ich mache die mal einfach hier hin, weil die einfach die gleiche Farbe ist, die die Wege oder die die Geschäfte sowieso schon vorgegeben haben. Kann man natürlich auch so machen, aber dann sieht man halt immer diesen Unterschied. Aber finde ich jetzt gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Und natürlich die schönsten Wege sind auf jeden Fall diese hier. Also die benutze ich auch so gut wie immer, gefühlt. Ist schade, dass man so wenig Auswahl hat an Wegen. Ich meine, das sollten die vielleicht auch mal beändern, dass man hier ein bisschen mehr Variation hat. Hier ist es auch schön gemacht mit den Wegen. Und dann hier natürlich dieses tolle Skelett beim All You Can Eat. Die zwei Hotels gehen wir wieder zurück. Und dann gehen wir mal hier hoch. Hier hast du nämlich so einen schönen, ja, Palmstrand und Felsen und so hingemacht. So ein bisschen Dekoration für die Besucher. Hier zur Linken sieht man dann nochmal die Barrys. Kommen gerade sogar zum Zaun, das ist sehr nice. Hallo. Na, was macht ihr beiden da? Kommt sogar noch näher zum Zaun, glaube ich. Schade, dass man nicht weiter runter kann mit der Kamera. Würde gerne richtig in die Besuchersicht gehen am liebsten.
So, hier zur Linken. Was müsste denn hier sein? Das müsste das Sinoceratops-Gehege sein, ne? Ja. Genau, jetzt kommen wir hier bei den Sinos nochmal vorbei. Was machen die denn gerade alle da? Der eine legt sich gerade schlafen. Die anderen, oh, knabbern ein bisschen das Gras. So, hier geht es dann rechts um die Kurve. Und dann kommen wir hier zum nächsten Gehege. Das müsste, glaube ich, das T-Rex-Gehege sein, oder? Nee, ist es nicht. Okay, ich bin jetzt schon verwirrt von dem Park. Doch, ist es. Tatsächlich. Aber sind auch noch Raptoren drin, so wie es aussieht? Da ist ein Tyrannosaurus. Ich bin mal auf den Namen gleich gespannt. Und auf die Raptorennamen. Oh, der T-Rex legt sich gerade schlafen. Gute Nacht. Da geht er nochmal. Heißt Rexy, der T-Rex. Ja, dann haben wir Echo, Ibims, Vic, Hoskins gegessen. Ne, ich hab Ibims, wie komme ich denn jetzt darauf? Ich hab Vic Hoskins gegessen. Wer ist denn nochmal Vic Hoskins? Ist das einer aus dem Film? Wahrscheinlich schon, ne? Blue? Fragezeichen. Ne, das Skin ist jetzt nicht so blue. Was haben wir hier noch? Da müsste noch ein vierter sein. Charlie. Okay. Ich weiß gerade nicht, wer Vic Hoskins ist, wenn ich ehrlich bin. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. So, und dann würde ich sagen, biegen wir erstmal hier rechts ab. Aber wir gehen erstmal zum Innovationszentrum, Leute. Das heißt, wir gehen hier aus dem Turm nochmal raus und dann hier unten lang. Da haben wir dann eine Arcade, die heißt Gaming. Dann haben wir hier ein Hotel, All You Can Eat 4. Hier haben wir nochmal dieses schöne. Ja, das ist so ein bisschen Jurassic World-Style, ne? Da gibt es das ja auch vorne bei dem. Ich glaube, das ist sogar das Stück hier, ne? Oh ja! Das ist so das Jurassic World-Stück hier. Nur ein bisschen anders interpretiert. Sehr, sehr cool. Sehen wir gleich nochmal. Aber finde ich cool, diese Idee mit dieser Einbuchtung und dann dem Zaun, dass man da nochmal die Dinos beobachten kann. Ist nur schade, dass die Gäste sich nicht hier wirklich sammeln und hinstellen und Fotos machen und so. Das wäre cooler. Aber ansonsten haben wir hier dieses, ja, klassische Jurassic World-Stück. Das habe ich schon sehr, sehr oft gesehen. Meistens mit zwei solchen, kein Gucci, mit zwei solchen Souvenirshops, links und rechts. Und dann geht es halt auf das Innovationszentrum zu. Und ja, zwischendrin ganz viele verschiedene Besucherläden. Wir gehen die mal einmal alle durch. Gaming, All You Can Eat, kein Gucci, Burger King, Gucci. Okay, hier ist Gucci. Hier ist Fake Gucci, da ist Gucci. Bowlingbahn, Spielwarenladen, JWE zocken. Einfach graben. Okay. Und dann geht es sogar nochmal hier links. Mit ein paar Palmen zu einer Galerie. Das müsste nochmal das Sinoceratops-Gehege sein. Richtig. Also die Sicht auf die Dinosaurier hast du auf jeden Fall sehr, sehr gut hinbekommen. So, und dann geht es zum Innovationszentrum. Auch hier hast du eine ganz tolle Form drumherum gebaut, finde ich. Hier oben so ein Kreis. Sowas, ja, wie nennt man das? Sieht ein bisschen aus wie so ein Skarabäus-Käfer. Heißen die so? Ich glaube schon. Finde ich von der Form. Also sehr, sehr nice. Gefällt mir. Und dann könnten wir entweder hier hochgehen. Oder wir gehen hier rechts in das definitiv nicht tödlich. Ich glaube, wir gehen erstmal dann. Also, wir waren ja vorhin hier angekommen, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Ich hoffe wirklich, dass ich hier keine Wege übersehe. Weil dein Park ist sehr, sehr, ja, verzwickt so von den Wegen her. So, was haben wir denn hier? Oh, das ist der neue, ne? Das ist der Euoplocephalus, oder wie heißt der? Euoplocephalus. Ja, fast richtig. Wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Aber ich meinte immer den richtigen. Okay, und zur Rechten haben wir hier. Das ist das. Oh, da geht eine Jurassic Tour durch. Wie cool. Die können wir gleich noch fahren. Sehr nice. Ich sehe schon mal Gullys. Ich sehe da hinten. Oh, lass mich nicht lügen. Welcher ist das? Ist es Mamenchi oder. Welcher ist das? Ja, Mamenchi. So, und dann geht's hier lang. Hier kommen wir dann zur nächsten Galerie. Also man hat wirklich viele Besuchergalerien und so. Gefällt mir. Was haben wir denn hier drin? Ah, das sind Dinos. Wie cool. Aber da geht es nachher auch noch mit der Jurassic Tour durch. Sehr nice. So, und dann hier links haben wir nämlich die erste Gyrosphärenfahrt. Die werden wir jetzt mal eben fahren. Das war falsch. Wir wollen nämlich selber fahren. Ist hier leider nicht angegeben. Dafür schließe ich mal eben einmal den Controller an hier, damit ich mit dem Controller fahren kann. Das geht nämlich ein bisschen besser. So, dann fahren wir mal los. Genau, hier waren dann die Euoplocephalus. Fahren wir auch mal hin. Auch cooler Dinosaurier, ne? Klein, kompakt und dann diese riesige Keule da hinten. Am Schwanzende. Schon heftig. Ich weiß noch, wie ich im Livestream von dem
Das war, glaube ich, sogar der, ne? Von dem weggerammt wurde mit der Kugel hier. War sehr, sehr witzig. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls ihr die Stelle gesehen habt. Fangen wir mal weiter. Da vorne geht es nämlich, glaube ich, noch durch ein weiteres Gehege. Gibt es hier noch mehr Dinos drin? Nee, ne? Hier sind nur die Euplocephalus. Ich kann leider nicht ranzoomen hier. Schade, schade. Lass das Tor gleich offen. Ich will da auch durch. Zack. Ja, dann sind wir hier bei den Sucros. Machen wir mal eben schnell rum. Was war das für ein Geräusch? Ist da gerade irgendwas gerammt? Nee. Ah, da ist aber gerade der Sucro. Das ist ja auch ein toller Skin hier, ne? Aber der Sucro Mimos hat ja sowieso sehr, sehr coole Skins. Aber der Skin dahinter sieht auch sehr nice aus. Welcher ist das denn? Richtig cool. Grün-Schwarz. Oh. Grün-Schwarz. Kommt jetzt auch auf mich zu. Ja, der Sucro hat richtig nice Skins. Ich glaube, ich sollte hier verschwinden, Leute. Wir werden, glaube ich, gerade umkreist von den Sucros. Oh, oh. Ja, wir verschwinden mal lieber hier. Hallo, lasst ihr mich raus? Oh, er schnappt nach mir. Okay, schnell weg hier. Kommen wir mal weiter. Ich dränge mich vor ganz schnell. Und hier durch. Sesam, öffne dich. So, hier haben wir nochmal die Euplocephalus. Sieht man nochmal richtig gut die riesige Keule da hinten. Ja, die versperren jetzt hier leider den Weg. Oh oh. Au! Okay, da hat er mir nochmal einen mitgegeben. Ja, moin. Hallo, ich möchte hier durch. Kann ich weiterfahren. So, jetzt. Meine Güte. Du blockierst mir auch den Weg. Hi. Wie geht's? Guck mich so an. Okay. Der will nur in Ruhe grasen. Dann fahren wir mal weiter. Das müsste aber jetzt schon die Tour gewesen sein. Okay. Hier ist nämlich das Ende der Gyrosphärenfahrt. Würde ich sagen, steigen wir aus. Diese Fahrt hier machen wir jetzt nicht. Die geht, glaube ich, einmal am Rande des Parks lang. Jo. Aber die dauert mir immer so lange, also ein bisschen zu lange und die Sicht ist meist nicht so gut. Deswegen machen wir lieber dann die Gyrosphärenfahrten und sowas. So, gehen wir wieder raus und hier wäre dann noch ein Eingang in die Achterbahn. Aber wir gehen natürlich wieder das Stück zurück. Vorne haben wir nämlich alles gesehen. Hier biegen wir diesmal links ab. Gehen am Innovationszentrum vorbei. Und dann hier nach links, da haben wir die Jurassic Tour, die definitiv nicht tödlich heißt. Und hier vorne haben wir noch ein paar weitere Läden. Ein Schutzraum, nicht sicherer Bunker, Beobachtungsgalerie. Ich weiß nicht, waren wir da schon drin? Ich glaube nicht. Das ist auch gerade ein Mamenchi. Oder ist das... Ist das jetzt ein Dead? Ach nee, das ist ein Dread Nuctus. Den Namen kann ich nicht aussprechen. Aber mit den beiden komme ich immer durcheinander. Aber eigentlich ist der Mamenchi viel, viel größer. Man sieht es hier ganz gut. Das ist der Mamenchi. Das ist der nicht aussprechbare. Also der Mamenchi ist schon noch ein ganzes Stück größer als der andere. Also daran kann man die gut unterscheiden. Und dann würde ich sagen, schauen wir hier nochmal die Läden an. All you can eat. Kauf mein Merch. Und die beste Laune Bar. Das klingt doch super. Und dann fahren wir natürlich jetzt hier die Jurassic Tour mal. Selber fahren. Selbstverständlich. Hier ist jetzt auch gerade ein... Ja, ich will den Namen nicht immer aussprechen. Ich kann mir wenig merken. Ihr wisst, was ich meine. Da ist ein Gallimimus. Hier ist noch ein Gallimimus. Der läuft jetzt ja einmal vor uns. Was machen die denn da? Guten Tag. Liebe Gallis. Was hat er denn da? Ne, die erinnern mich ja immer an Vogelstrauß, ne? Die machen gerade so ein bisschen Synchron-Tanzen oder sowas. Drehen sich beide synchron um. Und jetzt hoppeln sie weg. Na gut. Machen wir weiter. Was haben wir denn hier noch?
Also drei verschiedene Dinosaurierarten haben wir hier schon gesehen. Das da vorne müsste ein Kamara sein. Oder was ist das hier? Ist aber auch schwierig, ne? Wenn du alle Langhälse hier mischt, die zu unterscheiden. Ne, Apato. Ja, Kamara und Apato. Ach, stimmt. Ja, hätte ich gar nicht, die kann man gar nicht verwechseln eigentlich. Kamara läuft viel, viel aufrechter. Der Apato ist mehr so länglich. Hätte ich eigentlich erkennen müssen. Der Kamara ist halt viel, viel mehr so in Richtung Brachiosaurus. Der Apato geht mehr so in Richtung Diplodocus. Von der Körperhaltung her. Also hier sind auf jeden Fall ganz viele friedliche Langhälse drin. Aber finde ich sehr, sehr cool. Man kann die gar nicht erkennen, so hoch sind die, ne? Echt krass. Also von hier drin sieht man nicht viel. Wir haben ja auch noch eine Außenperspektive. Kommen wir da unten durch? Nee, ich kann da leider nicht langfahren. Ja, die Sprüche sind leider sehr, sehr leise. Die gibt uns gerade sogar Infos über die Dinos, die hier drin sind. Nice. Wir düsen mal weiter. Wir wollen jetzt hier nicht zu viel Zeit verschwenden. Oha. Okay, das wird jetzt awesome. Leute, schaut euch das an. Also, das ist ja mal genial. Das ist ja richtig cool. Kommen wir da unten durch? Tatsächlich. Davon muss ich einen Screenshot eben machen. Okay, Leute, weiter geht's. Also, das ist ja mal genial hier, dass der Mamenchi hier trinkt und wir unter seinem Hals durchfahren können. Jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal ein Thumbnail im Kasten. Sehr, sehr cool. Also das wäre jetzt ein nicer Zufall. So. Und das sind hier Struthios, ne? Ich glaube, ich habe von Gallis gesagt. Das müssten eigentlich Struthios sein. Ja, Struthiomimos. Na, wo wollt ihr hin, ihr Klein? Macht hier keine Faxen. Da rennt er davon. Wir fahren weiter ins nächste Gehege. Sesam, öffne dich. Was erwartet uns hier? Vermutlich haben wir die Dinos schon gesehen, die hier drin sind. Ich glaube, das waren die Dinos, ne? Der Dilophosaurus ist berüchtigt dafür, seine Beute mit giftiger Spucke zu attackieren, die sie am Ende lassen. Wenn er seinen Nackenschild öffnet, sollten sie sich lieber in einer Biosphäre befinden. Dann wollen wir mal nicht hoffen, dass der unsere Gäste hinten auf der Ladefläche anspuckt, weil die haben nicht eine Scheibe als Schutz. Wenn die das, die Säure in die Augen kriegen, wäre nicht so nice. Aber die Dilos, die scheinen sich hier sehr zu verstecken. Haben auch ein schönes Gehege. Ist sehr, sehr verwuchert und wild. Finde ich ja immer gut, wenn die Dinos einen Rückzugsort haben. Aber jetzt gerade kriegen wir leider nicht viel von den Dilos zu sehen. Schade, schade. Aber so ist das halt, ne? Kann man nicht ändern. Wir haben ja auf jeden Fall schon genug erlebt. Allein schon, dass wir gerade durch den Hals von einem Mamenchi oder unter dem Hals von einem Mamenchi durchfahren durften. Richtig, schaut im Souvenirladen vorbei. Kauft mein Merch, der nicht vorhanden ist. So. Wäre halt auch mal die Idee, die Wasserstelle so zu platzieren, dass die Langhälse immer so trinken, dass man unten durchfährt. Das wäre echt cool. So, wir überholen mal. Wir sind nämlich die coole Jurassic Tour. Und dann haben wir es, glaube ich, schon geschafft. Wie es aussieht. So, dann düsen wir hier wieder in die Station. Kann man da reinfahren? Nee, ne? Boom. Ne. Das war's. Und dann gehen wir wieder raus. Wir haben noch nicht alles erkundet. Hier geht's nämlich noch weiter. So, hier geht's dann lang. Hier rechts waren wir, glaube ich, schon, ne? Ja, das sind die Raptoren. Hier links ist nochmal eine Beobachtungsgalerie. Da kann man dann sich die ganzen Langhälse und... Ah, hier vorne sind aber wirklich Gallis, ne? Dann habe ich mich vorhin gar nicht versehen. Das ist halt eine Mischung. Sind Gallis. Na, okay. Gallis, Struthios haben wir auch hier drin. Also hier sind schon einige Tiere drin. Ich kann aber schnell überfliegen wegen den Namen. Aber es sieht nicht so aus, als hättest du den Namen gegeben. Nee. Überflieg auch nur ganz schnell hier. Ah, hier. Tommy, Bobby, Caroline, Bertha. Die hatten wir, glaube ich, schon. Dilo, Bob, Dilly, Black. Und einen habe ich nicht erwischt. Ich habe... Dennis Nedry gegessen. Den kenne ich sogar. Das ist der, der die Dinosaurier-DNA klaut in Jurassic Park 1, glaube ich. Der wurde nämlich von dem Dilo gefressen. Ist er das? Ich glaube schon. Und dann am PC war... Ah, ah, ah.
Du hast das Passwort irgendwas? Ihr wisst, was ich meine. Ah, ah, ah. So, hier ist nochmal eine schöne, ein schöner Beobachtungsturm. Da kann man auch den Vulkan sehen. Und die Dinosaurier am Grasen. Sehr, sehr nice. Tolle Sicht hier. Das Innovationszentrum auch im Hintergrund. I like it. Warum hatte der jetzt niedrige Gesundheit? Ach, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich nicht zum Essen gekommen. Hier hinten läuft es, da geht dann nochmal ein Weg lang. Hier hast du nochmal All You Can Eat. Kauf bitte mein Zeug. Mehr Graben. KFC. Und die bessere Laune Bar. Und da hat man hier nochmal eine wunderschöne Sicht. Sehr, sehr cool gemacht. Auf das Gehege. Es sind nur leider gerade keine Dinos zu sehen. Aber sehr coole Idee, dass du hier so eine Erhöhung gemacht hast. Und dann kann man da unten nochmal die Dinos beobachten. Und hier kommen wir sogar nochmal zu einem Hotel. Ach, wie cool. Das Ganze ist nochmal höher, auf einem noch höheren Berg. Und hier hast du dir auch nochmal richtig... Oh, das ist natürlich ein Traumhotel, ne? Da ist hier eine richtig Bombensicht nochmal über den ganzen Park. Sieht da hinten T-Rex, Raptoren. Hier vorne die Langhälse. Sehr, sehr nice. Da hinten Sinoceratopse. Also man kann wirklich den ganzen Park sehen. Richtig cooles Hotel, was du hier platziert hast. Also sehr, sehr nice gemacht. Schön mit den Bergen und den Erhöhungen gearbeitet. Hier geht es nochmal zurück. Hier ist ein Industriebereich. Mario Kart haben wir hier. Peach, Luigi und Mario. Das ist die Ranger-Station. Hier das ACU-Zentrum. I can fly. Und ja, gehen wir wieder zurück. Hier vorne war ja dann das Wasser und das Gehege, was wir schon gesehen hatten. Gehen wir hier weiter. Und dann müssen wir, glaube ich, nur noch hier links. Dann sollten wir alles erkundet haben. Gehen wir hier lang. Hier links hatten wir, glaube ich, auch gerade schon reingeguckt, oder? Hatten wir hier durchgeguckt? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Also die Raptoren und den T-Rex haben wir auf jeden Fall schon gesehen. Dann gehen wir hier weiter. Oh, hier geht es auch nochmal ab. Ah, hier ist nochmal ein Weg. Ah, okay, ich verstehe. Hier ist nochmal so ein Industrieweg. Du hast dich auch echt immer an die Wegfarben gehalten. Finde ich sehr, sehr gut. Dann hast du hier... So macht man also Dinos und Dino-Fabrik. Zwei Brutstätten. Du hattest wahrscheinlich erst die eine nur drin. Und dann dachtest du, das dauert mir zu lange. Hast noch eine zweite reingebaut. Die sieht zumindest so aus, als wenn sie noch im Nachhinein dazu platziert wurde. Und du hast zwei Gewächshäuser. Ja, sehr, sehr gut, damit du alle Pflanzen benutzen kannst. Das war eine gute Idee. Hier ist so ein Sicherheitszentrum. Und hier geht es dann nochmal wieder zurück. Und hier kommen wir zum nächsten Gehege und der nächsten Gyrosphärenfahrt. Sehr, sehr cool. Und hier, das machen wir natürlich auch direkt. So. Was haben wir denn hier? Oh, Deinonychus. Ach, wie schön. Tolle Dinos. Komm schon auf uns zu. Hallo, Deinonychus. Na, du Kleiner. Sehr, sehr coole Dinos, ne? Der Deinonychus. Mache ich ja auch viel zu selten in meinen Parks, weil der sieht echt cool aus. Der hat coole Skins. Nicer Dino. Machen wir mal weiter. Auf dem Rückweg sollten wir die Dilos gleich nochmal... die Deinonychus. Ich komme schon ganz durcheinander. Definitiv gleich nochmal sehen. So, ab ins nächste Gehege hier. Wir wissen nicht, was hier drin ist. Das ist das Schöne, weil wir noch keine Beobachtungsgalerien oder so betreten haben vorher. Aber schon mal sehr, sehr cool, dass du so viele Besucherfahrten in deinen Park eingebaut hast. I like it. So, hier schleichen wir uns mal wieder vorbei. Ah, was haben wir denn hier? Iguanodons sind das, oder? Oder sind das Mutaburas? Ne, das sind Iguanodons. Kann man ganz klar an den Pranken erkennen. Mutabura ist, glaube ich, auch nicht so riesig. Der Iguanodon ist ja schon sehr krass groß von der Größe her. Aber am besten kann man ihn echt an seinen Pranken vorne erkennen. Aber tolle Skins hat der Iguanodon. Kann man ja mal sagen. Hallo. Bitte nicht mich hauen. Oh, oh, er dreht sich zu mir um. Bitte nicht. Guckt mich schon so an, ne? Oh, mein Kollege kommt auch schon. Darf ich mich hier durchschleichen? Danke. Ja, ich glaube, die haben gerade gar keine Lust darauf, dass ich hier bin. Dann mal weiter. Hier wieder schön in das vermutlich Deinonychus-Gehege. Gehe ich mal von aus. Hier auch wieder schön der große Baum. Den feiere ich ja sowieso. Und da vorne stauen sich schon die Gyrosphären. Die Deinonychus scheinen die gerade aufzuhalten. Aber da sieht man schon die schönen Skins, ne? Leute, wir kommen doch alle hier durch. Geht doch nicht im Weg rum. Da schaut euch mal hier den türkisen Skin an. Der ist ja auch schon so cool. Dann hat er noch einen sehr coolen roten Skin. Der kommt auch gerade angelaufen, der hier. Der sieht auch ultra nice aus. Mit meinem Lieblingsskin vom ganzen Game.
Oh oh. Okay, wir verschwinden hier. Wir werden schon unruhig, die Deinonychusse halten ja sowieso schon die Gyrosphären hier auf. So, damit haben wir auch hier diese Fahrt abgeschlossen. Und dann, von welcher Seite kommen wir jetzt? Wir kommen von hier, ne? Ja. Wir kommen von hier, gehen dann hier in den Turm. Hier kann man dann nochmal die Deinonychusse sehen. Da sieht man die gerade nicht, weil die da unten sind. Da unter, ja, hier sind die halt in dem Bereich. Hier so. Kann man leider nicht sehen vom Turm aus gerade. Aber die schlafen hier am Zaun und so. Wollen wir sie nicht weiter stören? Wie heißen die denn? Dini, Ella, Blue, Red Sky und Ash. Und Iggy, Harry, Jack, Tom und Tony haben wir hier. Dann haben wir hier nochmal Kauf mein Zeug, die gute Laune Bar, All You Can Eat. Hier ist nochmal eine Beobachtungsgalerie für die Iguanodons. Ich finde es cool, wie die essen, ne? Mit dem Finger so. Sehr, sehr nice. Das ist eine coole Essensanimation auf jeden Fall. Wer meckert denn hier so rum? Ich mache aber laute Geräusche, die Iguanodons. Wer meckert denn hier? Muss ja der da hinten sein, ne? Ja. Was ist denn los mit ihm? Vor die Meckerziegen. Dem geht's aber super. Was ist denn los, Kleiner? Ja, whatever. Scheint irgendwie ganz viel zu meckern. Oh, hier vorne sind nochmal schöne Türme und du hast hier nochmal eine schöne Aussicht gemacht auf so ein Gehege, was weiter unten ist. Finde ich sehr, sehr coole Idee. Schauen wir doch mal, großer Stalker, in die Gehege rein. Und da sehen wir zwei Indominus Rex. Oh, wie cool. Okay. Sehr, sehr nice. Und dann haben wir hier nochmal einen zweiten Turm. Was sehen wir hier? Ein Indoraptor. Ah, okay. Sehr, sehr nice. Ist das nur einer oder sind das auch zwei? Ich glaube, nur einer. Aber sehr cool, dass du die nochmal hier in diesem Bereich gebaut hast. Auch hier so ein schönes Doppeltor und so noch reingebaut. I like it. Ah, da ist noch ein zweiter. Indy haben wir da. Ah, nee, das ist der eine. Okay, wir haben hier einmal Indy. Und hier haben wir meine Verewigung. Okay. Und ich kann mich tarnen. Okay, der scheint wohl das Tarnungsgen mit drin zu haben. Oh, er auch hier. Das gerade gesehen. Der grün wird, oder jetzt ist er gerade grün. Und jetzt wird er wieder Normalfarben. Sehr, sehr nice. Der legt sich gerade schlafen. Aber gut, wollen wir nicht weiter stören. Ich glaube, wir haben alles gesehen, Leute. Sehr, sehr cooler Park. Sehr, sehr aufwendig. Sehr, sehr viele Dinosaurier auch. Ich hoffe, ich habe hier keine Namen oder so übersehen. Wenn ja, seien wir bitte nicht böse. Ich habe es echt versucht, alle mit drauf zu kriegen, alle Dinosaurier. Aber Leute, ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr Jurassic World fandet. Ich fand es sehr, sehr cool. Toller Park. Und falls ihr mir auch mal einen Park einschicken wollt, dann könnt ihr es gerne tun. Entweder per E-Mail oder im Discord den Link schicken, also das Ganze hochladen und mir den Link dann im Discord zukommen lassen. Das Ganze ist unten in der Videobeschreibung, wie ihr das machen könnt. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Und damit verabschiede ich mich. Habt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.